Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal zum vorletzten Tag der Sprint to Glory Showdown Woche. Und bevor wir jetzt inhaltlich auf dieses Video eingehen, darf sich natürlich auch der Partner, der heute wie immer mit dabei ist, Dennis auch natürlich direkt mal wieder vorstellen, beziehungsweise Hallo sagen, weil vorstellen muss er sich glaube ich nicht mehr. Ja, servus YouTuber von mir, herzlich willkommen zu dieser hier und heutigen sehr besonderen Sprint to Glory Showdown Ausgabe, denn das alles ist ja noch heute nicht mal ein richtiger Showdown, kann man das Ganze nennen. Genau, es ist nämlich keine typische Sprint to Glory, die man jetzt aus den letzten Folgen natürlich kennt oder den letzten Wochen auch auf beiden unserer Kanälen jeweils. Es ist nämlich heute eine Sprint to Disaster Showdown Folge. Bedeutet, es geht nicht darum, das Team nach ganz oben zu führen und die meisten Punkte zu holen, sondern komplett das Gegenteil. Das Team soll komplett runtergewirtschaftet werden, die schlechtesten Spieler mit in den Kader. Man darf natürlich alles machen, man kann die Formation anpassen, wie man möchte, darf die Spieler auch irgendwie freigeben, zumindest die zwei Spots, die man halt pro Saison immer frei hat. Und am Ende gewinnt dann also der Spieler im Vergleich von Dennis und mir, der eben weniger Punkte gesammelt hat, und das Ganze läuft aber trotzdem über das normale Regelwerk, das ihr jetzt auch nochmal im Hintergrund seht. Das Wichtigste wird natürlich sein, dass man aus der Champions League wahrscheinlich rausfliegt und da keine Punkte holt. In der Liga will man so wenig wie möglich, und später schauen wir dann auch noch auf die Statistik Spiele ohne Gegentor, Vorlagen und natürlich auch Tore. Es gibt eine kleine Snipe-Phase, die erklären wir euch aber dann im Winter, denn zu Beginn ist es ganz egal, denn man kann da nichts noch mehr negativ anrichten. Später auf jeden Fall dann noch zu dem Snipe im Winter, das sehen wir uns dann nach der Sommertransferphase. Die wird auch wieder unverändert 20 Minuten auf jeden Fall sein. Klingt alles komplizierter als es ist. Ihr werdet es im Laufe dieser Folge verstehen, weil es viele von euch in den Kommentaren zuletzt immer mal wieder auch geschrieben hatten. Bitte am Anfang vom Video sagen, welche Aufnahme die erste war, und das hier ist die zweite. Ja, das Ganze hier bei Leipzig, und die Aufnahme 1, die haben wir bei Dennis gehabt, und findet ihr den Link natürlich auch ganz oben in der Videobeschreibung. Da gelangt ihr zu Dennis Video und er darf euch ganz euch mal auch erklären, was wir da aufgenommen haben. Genau Leute, ebenfalls ein Sprint to Disaster Showdown. Der Verein natürlich nicht derselbe, da sind wir nach Frankreich gegangen, und ja, ich würde mal behaupten, wir haben so die zwei Vereine hier genommen in diesen beiden Ausgaben, die so vielleicht in der Fußballwelt am meisten gehassten sind. Hier haben wir einmal RB Leipzig und ja, auf meinem Kanal eben Paris Saint-Germain. Genau, also Video ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr findet den Link da. Ich habe richtig Bock auf diese Aufnahme. Das Ganze bei Dennis haben wir bereits hinter uns. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also dementsprechend bin ich sehr gespannt, was hier bei Leipzig dann auch geht, und würde sagen, 20 Minuten Sommertransferphase. Dennis, wenn du soweit auch ready bist, könnten wir dich reinstarten. Ja, ich bin nicht nur ready, ich bin ready geboren. Deswegen starten wir also rein. Leipzig zerstört. Mit Herz auf jeden Fall gehen wir rein. So Leute, wir starten auf jeden Fall jetzt dann gleich rein. Der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. Ich habe schon ein bisschen Vorarbeit leisten können, habe also so gut wie alle Spieler auf die Verkaufsliste gesetzt, habe die Wunschliste vollgepackt mit Spielern. Das seht ihr nachher auf jeden Fall noch das Gesamtrating. Wir werden auch schauen, dass wir das Transferbudget zum Ende dieser 20 Minuten nahezu auf Null haben. Denn wenn wir später entlassen werden, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dann kann der Verein auch nicht noch mit übrig gebliebenem Budget neue Spieler holen. Ja, und das ist ja trotzdem im Endeffekt so. Am Ende, wenn wir entlassen werden, schauen wir trotzdem auf die Ergebnisse und die Leistungen von RB. Das ist unsere Mannschaft hier. Wir wollen alle Spieler so gut es geht auf jeden Fall verkaufen, und wir wollen die Mannschaft auch so gut es geht offensiv aufstellen, dass man einfach tatsächlich hier so viele Gegentore wie nur möglich bekommt, dass man sehr, sehr viele Spiele auch verliert. Das ist auf jeden Fall mal dahingehend der Plan, und dementsprechend passen wir die Formation an. Ja, das war ein Tipp von Dennis aus seiner Folge. Auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt niemals gekommen. Aber ja, ihr seht es ja auf jeden Fall hier. Man kann die Jungs dann doch alle ziemlich offensiv positionieren. Das wundert mich, ist natürlich eine Formation, mit der so niemals jemand spielen würde. Aber ich würde sagen, wir gehen so rein und wollen jetzt schnellstmöglich unsere Spieler verkaufen, neue Spieler mit dazu holen. Und das muss alles ja irgendwie in der Konferenz und parallel funktionieren. Dann haben wir einen zu kleinen Kader, dann verkaufen sich die Spieler nicht. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht kurz rüber zu Dennis, und alles Weitere seht ihr dann in der Konferenzschaltung. Okay Leute, 20 Minuten Transfer. Phase, um RB Leipzig so gut es geht zu zerstören. Wir beginnen mit der Zeit in 3, 2, 1. Los geht's, die 20 Minuten beginnen. Wir kümmern uns als erstes um den eigenen Kader, aber das ist eigentlich sehr simpel zusammengefasst. Wir werden alles und jeden auf die Transferliste setzen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, ein Spieler ist geliehen. Den werden wir halt, ja, da werden wir die Leier einfach abbrechen, dass er nicht mehr geliehen ist. Genau, Diallo war der Spieler. Eben passenderweise zu meinem Video bei Paris Saint-Germain, beziehungsweise von Paris an Leipzig geliehen. Die zwei absoluten Traditionsclubs untereinander mit einem Geschäft. Da beenden wir die Leihe. Der nächste Schritt: Wir haben die Jugendakademie, das sind natürlich absolute Vollgranaten, wie wir hier sehen können, 47, 43er Gesamtstärke, selbst wenn die Potenzial haben, ist erstmal für den Anfang egal, die werden ja jetzt nicht auf eine 94er Gesamtstärke in dieser einen Saison steigen, die sind alle wirklich super schlecht im Rating, werden wir natürlich alle zu den Profis befördern, weil genau das sind die Gesamtstärken, die wir brauchen, so im 50 bis maximal 60er Bereich. Die Angebote laufen allesamt im Hintergrund, das ist der erste Neuzugang, ihr werdet später im kompletten Überblick alle neuen Spieler bekommen, die im Gesamtrating so rund um die 50 sind, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn meine Stimme etwas abkackt, wenn ich einfach ein bisschen krank aussehe. Ich, ja, bin leider Corona-positiv.
positiv und bin dementsprechend ein bisschen kaputt, aber halb so wild. Das ist der erste Neuzugang, später gibt es alle Abgänge, alle Neuzugänge und alles, was das ja Anti-RB-Herz begehrt, will ich jetzt mal behaupten. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen bisher, was die Verkäufe angeht. Wir haben Simakan, Gvardiol, Henrichs, Haidara, Orban, Timo Werner, André Silva, Halstenberg, Forsbeck, die bisher allesamt den Verein verlassen haben. Damit wir jetzt auch weiter Spieler verkaufen können, weil der Kader wird langsam aber sicher zu klein, holen wir ein paar absolute Vollmaschinen, natürlich nicht absoluter Sarkasmus, hier aus der Arbeitslosigkeit raus. Sind natürlich freie Spieler. Ich weiß jetzt nicht genau, was die für Gesamtstärken haben, aber ich gehe stark davon aus, dass keiner von denen irgendwie Bundesliga-Niveau hat. Einen freien Spieler holen wir dafür nicht. Den Kollegen hier, Matthew Garbutt aus Neuseeland. Hertha ist nämlich auch an dem interessiert und vielleicht kann der ja wirklich was. Deswegen, wir gucken rein. Was haben die anderen Spieler? 53, okay, 69 ist vielleicht ein bisschen zu gut. 62, 52, 57, das passt. Ja, Bruder, Frankfurt kauft uns einfach mal komplett leer, da seitdem die wissen, dass hier RB Leipzig zerstört wird. Unsere Verkaufsliste ist riesengroß. 49er Gesamtrating, das ist überall im Kollektiv der Fall, bis auf hier Tobi Jinat, der hat nämlich eine 50. Ja, und ihr merkt, wie schlecht diese Spieler eigentlich sind. Also für deren Verhältnisse, ich möchte das auf gar keinen Fall irgendwie persönlich angreifen, aber natürlich ist es nicht gut. Aber wer überhaupt mal irgendwann mit einem solchen Rating in FIFA angekommen ist, der hat es, würde ich sagen, absolut geschafft. Und die meisten Spieler sind auch noch richtig jung darunter. Also vielleicht ja dann doch irgendwann auch mal absolute Top-Talente für später. Wer weiß, vielleicht schauen wir irgendwann zurück auf dieses Sprint zu Disaster und sehen Spieler tatsächlich dann völlig aus dem Nichts und völlig zufällig, die es irgendwie in eine europäische Top-Liga geschafft haben. Keine Ahnung, kann ja sein. Parallel laufen weiter die Angebote hier. Spieler werden am laufenden Band verkauft und trotzdem haben wir noch immer ein paar gute Spieler auch in den eigenen Reihen. Wobei sich das eigentlich tatsächlich sogar in Grenzen hält und ich würde sagen, weil wir noch keine Spieler freigegeben haben, machen wir das jetzt bei den noch übrig gebliebenen zwei Besten und das ist einmal David Raum für knappe 3,5 Millionen und Timo Werner für 4,599 Millionen, sodass dann eigentlich nur noch Jannis Blaswig üben bleibt. Ja, aber der hat eine 75, das soll eigentlich auch nicht sein. Hier unten, ja, das ist dann wirklich nicht mehr das Beste. Wir werden Blaswig jetzt hoffentlich noch irgendwie getauscht bekommen, sodass wir, ja, mit einem richtigen Torhüter wahrscheinlich spielen werden. Okay, das kann sein, aber trotzdem, es soll halt kein guter Torhüter sein und ich sehe gerade auch, dass wir auch noch ein paar Spieler geliehen haben und das ist unter anderem in dem Fall hier Diallo, der ist an uns ausgeliehen, werden wir auf jeden Fall auch beenden und ansonsten ist glaube ich keiner mehr an RB verliehen. Ja, also auch da haben wir einen weiteren guten Spieler weniger, was in dem Fall gut für uns ist. Let's go, als nächstes Konrad Leimer wird verkauft an Napoli und da nehmen Nkunku 117 Millionen, die 117 oder allgemein das Transferbudget, was wir haben, werden wir aber auch noch komplett verbraten. Wir kommen echt so gut voran mit den Verkäufen, jetzt müssen wir aber noch mal ein paar Vollmaschinen hier holen von den freien Spielern aus der Arbeitslosigkeit, damit wir auch alle Spieler hoffentlich verkauft bekommen. Okay, drei weitere freie Spieler jetzt also insgesamt verpflichtet. Nächster Schritt wäre vielleicht nochmal in den eigenen Kader zu gucken. Ich glaube, da sind auch ein paar 60er-Ratings aktuell noch verliehen. Die könnten wir natürlich ebenfalls zurückholen. Genau, so wie zum Beispiel Mehmet Ibrahimi, den wir von Braunschweig wieder zurückholen. 59er Gesamtstärke ist genau das, was wir hier haben wollen. Ja, okay, 69, 65 ist mir vielleicht dann wiederum zu gut. Hätten wir dann noch oben irgendwie was? 69er Gesamtstärke, 82, ein Keeper vielleicht verliehen. Ja, 66. Können wir den mit 66 vielleicht noch mitnehmen? Ja, machen wir einfach mal. Mehmet Yigit Ugur. Das ist auf jeden Fall unser neuer Torhüter und der darf gerne auch Schlüsselspieler sein. Möchte er nicht. Auf jeden Fall geben wir Blaswig im Tausch und dann haben wir ja Gaziantep. Die wollen auch kein Geld, logischerweise. Alles andere wäre auch wirklich bodenlos. Wir haben aber noch knappe 700 Millionen. Und am Anfang hatte ich es ja mal kurz angesprochen, dass wir auf jeden Fall wollen, dass die Spieler natürlich später nicht vom Verein nach der Entlassung gekauft werden können. Was also bedeutet, das Geld werden wir jetzt auch noch investieren. Und ein Mördertransfer. Paket bastelt. Der letzte Schritt, bevor wir die finale Mannschaft haben, wäre natürlich noch eine verrückte Formation. Wir brauchen was Bahnbrechendes, Leute. Etwas, was es so noch nie zu sehen gab. Und da haben wir sie jetzt also. Unsere Mannschaft, pur nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. War doch auch irgendwie so ein Sprichwort oder so. Okay, Leute, ich glaube, der ultimative Verkauf müsste jetzt, so sieht's aus, Paulsen ist verkauft, müsste jetzt eigentlich sein Ende finden. Wir schauen mal kurz in die Mannschaft rein. Haben wir hier, ja okay, wir haben noch David Raum. Ansonsten haben wir aber wirklich eine so dermaßen schlechte Mannschaft. Schlager, das sind die zwei Kandidaten. Schlager und Raum, die muss ich auf jeden Fall noch freigeben. Und dann haben wir es eigentlich, Leute. Dann haben wir jeden Spieler, so gut wie es geht, von der Profimannschaft von RB Leipzig hier in dem Kader rausgehauen. Raum also auf der Transferliste. Wobei, könnte man da nicht vielleicht noch ein bisschen warten? Wir haben den Deadline, ich warte noch, weil vielleicht könnte ich dann auch einen Torhüter mit irgendwie 72 oder so raushauen. Wir warten also nochmal ab, der
Deadline Day, der steht kurz bevor. Vielleicht kommt da ja noch ein Angebot rein für Raum oder Schlager. Und das machen wir mit Arion Ibrahimovic für 680 Millionen. Völlig absurd, aber in dem Fall wird es tatsächlich Realität und die Bayern bekommen einen Haufen Kohle. Hintergrund dabei ist natürlich nicht nur, dass unser Konto leer wird, sondern auch, dass wir einen verhältnismäßig schwachen Spieler bekommen und die Bayern sehr, sehr viel Geld. Also die könnten da auch nochmal richtig viele gute Spieler für die Liga einkaufen. Rotation in dem Fall bei uns. Er selber sagt, ich will aber ein Schlüsselspieler sein. Das könnte sogar positiv für uns sein, weil das bedeutet, unser Kader ist im Kollektiv mittlerweile so schwach, dass Spieler mit einem Mitte-60er-Rating sagen, sie wollen Schlüsselspieler sein. Das ist auf jeden Fall gut. Dementsprechend ist dieser Deal jetzt fix. Wir haben noch knappe 5 Millionen, was auch komplett in Ordnung ist. Also wir können uns absolut nicht beschweren. Und ansonsten gibt es jetzt hinten raus nochmal den kompletten Überblick aller Verkäufe und unserer Mannschaft in Bestbesetzung. Ja, wir spielen auch einfach mal mit der 0-2-3-5 Formation. Also wo auch immer das Spiel da die 2 sieht und wo die 3. Also das ist eine gute Frage. Okay Leute, ich glaube Stand jetzt wird das nichts. Also mit dem Deadline, das ist mir auch ein bisschen zu riskant. Wir werden also reingehen und lösen also den Vertrag auf. Einmal von David Raum und daneben natürlich auch von Xavier Schlager und damit haben wir es also eigentlich geschafft. Also die beste Gesamtstärke abseits von den Leihspielern hier in diesem Kader ist eine 69 von Nyland und von Dunlap, den Kollegen, den ich hier geholt habe. War vielleicht ein bisschen blöd, aber sei es drum. Also wirklich, wir haben die Mannschaft so dermaßen zerstört. Es würde mich wundern, wir haben jetzt leider die ersten 2 Spiele gewonnen gegen Bremen und Schalke. Sorry an alle Bremen und Schalke-Fans, aber wie gammelig sind eure Truppen bitte, dass die nicht mal gegen uns und weiß ich nicht, dieser Formation hier mit vielleicht noch 3 ordentlichen Spieler im Kader gewinnen können. Sei es aber drum. Der letzte Schritt, den wir jetzt machen werden, wir haben noch knappe 2 Minuten, ein bisschen mehr auf der Uhr. Wir werden uns jetzt einen Spieler raussuchen, irgendeinen lustigen und für den halt einfach mal 600 Millionen zahlen. Da sind wir dann also angekommen. Kein Spieler spielt auf seiner ursprünglichen Position. Nongdu, das ist ein Inder. Der steht einfach bei uns hinten im Tor mit Duke und noch mit Ugur. Haben wir auch 2 Torhüter, die vorne mit dabei sind. Also wir haben eine richtig schwache Mannschaft. Nicht nur in der Startelf, sondern auch auf der Bank. Und es sind kaum noch übrig gebliebene Spieler mit Clark, okay, und Nyland, die so richtig gut sind. Ansonsten sind tatsächlich alle Spieler richtig schlecht und das ist ja gut für uns. Entschuldigt mich, ich muss hier einen Hustenbonbon die ganze Zeit drin haben, weil ich so einen krassen Reizhusten habe. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht allzu krumm. Die Videos sollen ja trotzdem für euch kommen. Das sind die ganzen Abgänge, angefangen bei Xaver Schlager, über Simakan, Nkunku, der schon zu den Bayern gewechselt ist, Gulaschi, Leimer, Haidara. Ihr seht ja alles im Hintergrund. Also, es ist so unfassbar viel passiert. Aus einer richtig guten Top-Mannschaft aus Leipzig, das muss man rein qualitativ, auch objektiv so betrachten, ist eine absolute Katastrophe geworden, wo wir hoffentlich Platz 18 in der Bundesliga, Erstrunden aus dem Pokal und auch keinesfalls eine Chance in der Gruppenphase der Champions League haben werden. Das zumindest mal ist der Plan. Das ist dann unsere Mannschaft und jetzt klar natürlich auch, wir haben kein Geld mehr. Und damit haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten und sehen uns jetzt wieder zusammen mit Dennis. Let's go, Leute. Unsere letzten beiden Transfers. Der Sohn von Morgan Freeman kommt, Alexander Freeman von Orlando. Da spielt er offensichtlich. Wir zahlen 400 Millionen Euro, weil Leute, es ist halt der Sohn von Morgan Freeman. Und James Nieuwenhuizen. Ich hab den wirklich nur aufgrund seines Passwortnamens geholt. Wir machen nicht den Transfer perfekt, weil wir kein Geld für ihn haben. Hä? Wir haben unsere Alternative gefunden, Leute. Es wird Sebastian Saftig. Was ein geiler Name. Wir bleiben hoffentlich noch mit 24 Euro Budget übrig. Und wir verpflichten Sebastian Saftig für 320 Millionen Euro. Saftiger Transfer, saftige Zerstörung, saftige, wir treffen uns gleich mit Chris, das klang vielleicht ein bisschen falsch. Wir gehen rein, wir treffen uns mit Chris und vergleichen vielleicht mal gleich die Mannschaften. Ich bin sehr, sehr gespannt. 20 Minuten und damit die Sommertransferphase liegen jetzt also hinter uns und wir gehen jetzt mal etwas unkonventionell natürlich rein und fragen nicht, wie viele Spieler hat man gekauft oder verkauft, sondern vielmehr, was sind die besten übrig gebliebenen Spieler noch vom Anfangskader und ich bin tatsächlich positiv überrascht, denn mein Spieler oder mein bester Spieler hat nicht mal mehr eine 70. Das, dem kann ich nur folgen und das unterschreiben. Ja, tatsächlich, mein bester Spieler hat eine 69 und ist Nyland. Ja, das ist bei mir auch Nyland. Ja. Ja, okay, tatsächlich sind wir beide richtig gut vorangekommen. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass so viele, also so wenige Spieler, also eher andersrum übrig bleiben, so viele gehen dann eben im Umkehrschluss. Aber es hat wirklich sehr gut funktioniert. Ja, ich hätte ich habe auch safe gedacht, es wird komplett der Fall sein, dass 3-4 Top-Spieler übrig bleiben auf jeden Fall. Ja, safe, 100%.
Ja, aber mit Nyland und dann noch Clark ist es eigentlich voll in Ordnung. Also Clark hat bei mir hier eine 66. Das sind doch so die mitbesten Spieler. Ja, bei mir ist es halt eigentlich sogar nur Nyland, weil danach kommt halt auch gar nichts mehr. Selbst Clark ist bei mir nicht mehr am Start. Ich habe viele freie Spieler verpflichtet. Mhm. Einer davon hat aber auch eine 69. Also der ist halt dann mit der Beste auch unter anderem für die Torhüter-Position. Aber ansonsten habe ich eine so dermaßen gammelige Truppe. Das ist der Wahnsinn. Ja, bei mir auch. Also der beste Spieler bei mir in der Startelf hat eine 50. 50 an der Startelf, Digga. Ja, okay, gut. Müsste ich ein bisschen umstellen, aber prinzipiell habe ich, glaube ich, nicht mal genug Spieler, um eine ordentliche Startelf zu kreieren. Also maximal belastend. Ja, okay. Ich bin aber sehr gespannt. Also, ich habe das auch bei mir schon mal angesprochen. Pokal, Bundesliga, Champions League. Es gibt ein Zwischenfazit am 1. Januar. Das soll natürlich so schlecht wie nur möglich ausfallen für beide von uns, weil man natürlich halt einfach so schlecht wie möglich sein möchte. Und mal gucken, inwieweit wir überhaupt noch Trainer von Leipzig sind am 1. Januar. Unabhängig davon gibt's aber gleich, nachdem wir dann dort angekommen sind, eine ganz kurze Info, wie wir das mit den Snipes in Anführungszeichen handhaben. Also bis gleich. Ankunft am 1. Januar. Und jetzt ganz kurz. Also es könnte für einen von uns beiden, vorausgesetzt natürlich, es gibt einen Gewinner, ja, gleich dazu mehr. Auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen schlechter laufen, im Sinne von, dass man einen guten Spieler der Mannschaft hinzufügen müsste. Dafür aber geht es jetzt natürlich erstmal ran an eine Art Snipe-System. Ich rate, wo ich Dennis als seiner Position schätze und andersrum natürlich ganz genauso. Und der eben näher dran ist, der hat quasi gewonnen und der andere, der Verlierer, muss dann also einen starken Spieler zur Mannschaft hinzufügen. Das ist soweit richtig erklärt, Dennis? Genau, richtig. Ich hoffe, so sieht's aus. Ja. Okay, also und dann wahrscheinlich in den Fällen den Torhüter, weil die Torhüter natürlich dann irgendwo vielleicht nochmal ein bisschen was retten können, dass dann der Verlierer mehr Punkte holt und somit hinten raus weniger Punkte, beziehungsweise mehr dann halt auch im Zusammenzählen, was das Duell angeht. Klingt komplizierter, als es ist. Wir gehen aber auf jeden Fall mal rein. Und wir sehen jetzt vielleicht, würde ich schon mal sagen, von uns beiden die jeweilige Tabellenposition. Mhm. Ja, okay. Und dann würde ich doch sagen, Dennis, du bist der Gast, also start doch gerne mal mit deiner, wie sagt man denn, Prognose, mit deinen Tipps. Ja, genau, mit meiner Vorhersage oder mit meiner Einschätzung, wo du gelandet sein wirst. Ich sage, du bist nicht Letzter, aber ich sage, du bist Vorletzter, also 17. Okay, ich würde bei dir tatsächlich ein bisschen weiter nach oben gehen und ich tendiere zwischen Platz 14 und 15 und ich gehe mit Platz 15. Das wäre mein Tipp. Das heißt, wo bist du jetzt? Ich bin tatsächlich 17. Oh, wichtig, Digga, wichtig, Junge. Oh mein Gott, denn ich bin 13. Ah, okay, hatte ich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 16. oder 18. gewesen wärst und du auf 14 gegangen wärst, dann wäre auch das ein Unentschieden gewesen. Keine Ahnung, was wir dann gemacht hätten. Aber gut, ich nehme es an, dass du jetzt auf jeden Fall einen Spieler holen darfst, um deine Truppe zu verbessern. Ja, und das wäre? Das wäre wahrscheinlich ein Torwart, wie du auch schon gerade eben gesagt hattest. Und ich glaube, auch war Liga-intern. Und ja, es bietet sich einfach an. Hol mal den guten Manu. So, ihr seht es ja jetzt bei mir im Hintergrund. Also, wir haben 2,2 Millionen Übereinkunft mit den Bayern. Das Geld hatten wir tatsächlich noch. Manuel Neuer kommt mit einer 89 bei uns ins Tor. Gemessen daran, dass davor halt irgendein Außenspieler mit wahrscheinlich einem Gesamtrating von einer 30 im Tor stand, ist das schon eine sehr starke Verstärkung für mich. Was aber natürlich nicht positiv ist, sondern halt in dem Fall negativ. Manuel Neuer wechselt aber, kriegt sogar noch ein bisschen mehr Gehalt und damit ist der Deal offiziell fix. Ihr habt es ja gesehen, Dennis hat genau meine Platzierung in der Tabelle richtig predicted und ich lag daneben. Dementsprechend durfte Dennis jetzt einen Spieler, einen guten Spieler für mich in dem Fall aussuchen. Ihr seht meine Mannschaft jetzt in schlechtester Besetzung, in Klammer ausgenommen Manuel Neuer auf jeden Fall im Hintergrund, der natürlich jetzt das Tor hütet. Ah Mann, das könnte mir wichtige Punkte kosten oder das könnte mir wichtige Punkte dazu geben, die ich halt eigentlich nicht haben möchte. Also ihr versteht ja auf jeden Fall in welcher Richtung. Vielleicht Dennis, wir gucken gleich noch auf Pokal und Champions League, aber was sagt denn dein Manager-Rating? Das würde mich auch noch interessieren. Digga, ich weiß halt auch hier wieder nicht, genauso wie bei Paris, was die Anforderungen von RB Leipzig sind, Digga, aber der Daumen, der ist oben. Ja, ich habe eine 72. 75. Ja, okay, ich habe eine 72, aber beide noch im grünen Bereich. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, aber die Entlassung, die könnte ja trotzdem noch irgendwie kommen. Richtig. Bundesliga wissen wir, du auf 13, ich auf 17. DFB-Pokal, sieht man da noch irgendwo bei dir Leipzig? Nee, sieht man nicht, aber Runde 2, dort... Ich habe Borussia Dortmund mit einer Mannschaft mit nicht mal einer Gesamtstärke bei 70 oder mehr im Elfmeterschießen besiegt.
Und bin Dortmund dadurch in Runde 3 eingezogen und habe da dann aber 2:0 gegen Bochum verloren. Wenigstens ein Verein aus dem Ruhrpott kriegt's auf die Reihe. Scheiß Dortmund. Krass, okay. Also bei mir gibt's da keine Punkte. Bei Dennis ein Punkt, was in dem Fall gut für mich ist, aber einfach Dortmund. Gut, bei mir hat der BVB beim KSC verloren. Also auch da, ja, ist das eine durchaus große Überraschung, würde ich behaupten. Aber der KSC steht bei mir auch im Viertelfinale. Die müssen jetzt gegen Heidenheim, haben auch noch gegen Schalke gewonnen. Ja gut, bei mir ist übrigens also Viktoria Köln und der erste FC Köln im Viertelfinale. Ja, stark. Vielleicht kommen die ja im Halbfinale aufeinander. Mal gucken. Ja, Köln hat aber leider Bayern als Gegner. Viktoria Köln, Bremen, Bochum auch noch drin, die mich geschlagen haben. Schauen wir also mal auf die Champions League. Und auch da kann ich schon mal leicht verraten, ich gehe stark davon aus, dass es nicht der gruppenletzte Platz ist. Ich gucke also rein und ich sehe schon mal, ich bin nicht im Achtelfinale. Das ist gut. Ja, aber? Das ist sehr gut. Aber, ja, Schachter Donetsk, ja. Was soll ich? Nee, nicht mal Schachter Donetsk, Digga. Was ist das für eine Gruppe? Ich habe sowas noch nie in meinem verschissenen Leben gesehen. Real Madrid ist mit 8 Punkten weiter. Erster. Celtic hat auch 8 Punkte, wird Zweiter. Wir haben auch 8 Punkte, sind Dritter. Donetsk hat 7 Punkte, ist Letzter. Digga, das ist die Gruppe der Trauer. Also bei mir ist es ganz anders. Real 18 Punkte Erster, Donetsk 10 Punkte Zweiter, ich mit Leipzig dann Dritter. Also ach, du bist auch Europa Dritter! Oh, wichtig, Digga! Oh mein Gott! Also eigentlich dachte ich, der Showdown wäre jetzt schon gefühlt verloren, weil ich ja einen Pokalpunkt mehr habe, plus eben noch, ja, natürlich jetzt hier Champions League bzw. Europa League. Ja. Aber dadurch, dass du auch weiterkommen bist, macht es nur das Ganze halb so schlimm. Vorrunde, ich spiele, ach nee, gegen Feyenoord, Digga! Ich sehe mich da schon im Achtelfinale. So Leute, ganz kurzer Cut. Ihr habt gesehen, ich war wieder kurz vorm Sterben. Ich musste schon wieder einfach komplett husten, wollte Dennis aber nicht unterbrechen. Die Augen drehen, ich sehe völlig kaputt aus. Aber alles halb so wild. Dennis trifft auf Feyenoord, ich auf Stadrennen. Ja, okay, Digga. Das kann man dann gegen beides weiterkommen, aber ich bin gespannt. Damit haben wir, glaube ich, eigentlich jetzt alles uns angeguckt, was die Hälfte der Saison betrifft, oder? Ganz genau. Und das bedeutet auch, wir können direkt ans Ende der Saison und dann ans Punkte zählen. Oh Mann, das kann was werden. Also, dann simulieren wir doch direkt in Richtung 1. Juni und dort sehen wir uns gleich wieder. Wir gehen schon ganz kurz dazwischen, denn wir sind beide entlassen worden und wie es der Zufall so möchte, auch beide am 27. Februar. Ja, würde vermutlich auch bedeuten, wir sind beide international nicht mehr mit dabei, aber okay, das ist auf jeden Fall hier schon mal im Gleichschritt, bedeutet, der Vertrag wird aufgelöst und ich werde bei mir den FC Schalke 04 auf Ligaposition 9 übernehmen. Okay, bei mir ist Schalke 18, aber ich werde sie auch übernehmen. Oh, okay, also das ist ein ganz krasser Unterschied, vielleicht werden wir auch hier nochmal entlassen, aber wir machen natürlich nichts, heißt also jetzt, wir simulieren ans Ende der Saison, werden als neuer Trainer hier vorgestellt und das Witzige ist, ich habe Edin Terzic von vorne reingenommen, der jetzt von Dortmund plötzlich Schalke-Trainer wäre, alles unvorstellbar, aber genauso unrealistisch ist natürlich dieses Sprint to Disaster, Ende der Saison, bis gleich. Am Ende der Saison angekommen sind wir beide noch Schalke-Trainer und auch ich hier noch in einem sehr guten Bereich, ich bin nämlich unverändert auf Platz 9. Okay, ich schau rein, aber wichtiger ist ja auch irgendwo die Position von Leipzig. Ich bin, nein, Digga, nee, hör auf. Wo ist Leipzig bei dir? 17. Unverändert. Hey, Mann, wie können Bremen, Bochum und Schalke schlechter sein als eine Mannschaft, welche nicht mal eine 70er Gesamtstärke vorzuweisen hat? Mann, diese Truppe müsste selbst in der dritten Liga strugglen. Ey. Also das heißt, bei dir Platz 15, ja, oder was? Platz 15, Digga. Ey, wie scheiße, Mann, ich hasse die Bundesliga. Also das heißt, für dich gibt es 3 Punkte, für mich gibt es nur einen Punkt. Ja, richtig. Und klar ist natürlich, wer mehr Punkte hat, verliert diesen SDG-Showdown. Im DFB-Pokal waren ja auch klar, dass dein Punktekonto auf 4 hochgeschraubt wird. Richtig, bei mir hat Bayern im Finale gegen Bremen gewonnen, Halbfinale. Ja. Beide Köln-Clubs leider nicht ins Halbfinale gekommen. Schade. Aber gut, 4:1, was diese Punkte betrifft. Die Champions League, da wussten wir auch, beide Platz 3, auch wenn es bei dir extrem eng war. Ja. Wie lief es denn dann in der Vorrunde der Europa League? Stimmt, ich hätte auch einfach gefühlt ins Achtelfinale einziehen können. Gegen Feyenoord 6:3 Schwanz bekommen. Okay, ich habe 4:1 gegen Stadrennen auf jeden Fall auf den Sack bekommen. Bedeutet, es steht jetzt 4:1. Es gibt noch 3 Punkte zu vergeben, denn wir schauen jetzt natürlich auf die Teamstatistik und da geht es drum. Ah, Trainer des Monatspreises, ich sehe den einen bei dir. Na, Achtung, ich bin ja gut, den habe ich jetzt mit Schalke vielleicht geholt. Nö, okay, habe ich nicht. Ich auch nicht, Digga. 0:0, muss los! Okay, dann gehen wir auf die Teamstatistik und da beziehen wir das Ganze jetzt also nur auf die Bundesliga, wechseln also zu RB und gucken dann durch ohne Gegentor die meisten Vorlagen und die meisten Tore und dann kriegt man halt da ganz normal die Punkte dafür, ja. Aber man will die Punkte halt ja nicht unbedingt. Ja, ich hatte Manu Neuer dann bei mir, der hat auch eine Vorlage gemacht und hat 5-mal die Null gehalten. Okay, ich habe keinen Keeper, der die Null vorzuweisen hat. Also gar kein Torhüter? Nö. Nyland nicht, okay. Schreiber nicht, Nikisch nicht, der hat Nikisch zu Null gespielt, Dunlap nicht, ja, mehr Torhüter mit Einsätzen habe ich auch nicht.
Okay, also es das heißt Anschlusstreffer 4-2 nur noch an der Stelle, weil es gibt einen Punkt mehr für mich. Schmeckt. Torvorlagen. Torvorlagen. Ist zweistellig bei dir? Nee. Jetzt ist die Frage, wie schlecht einstellig. Also ich habe eine 8. Ich habe eine 5. Nein! Yes, sir. Scheiße. Oh mein Gott. Es ist bei mir Arion Ibrahimovic oder Arion, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Okay. Den habe ich für 680 Millionen aus München geholt. Stabil. Ich habe Mehmet Ibrahimi. Hätte ich mal nicht zurückholen sollen, weil zwei Spieler, die ich zurückgeholt habe, die haben hier, weiß ich nicht, die haben uns in der Liga gehalten irgendwie. Keine Ahnung, wie das möglich war, aber ja. Tore, was hast du da vorzuweisen? Auch Ibrahimovic, bei mir der Beste. Okay. Mit in dem Fall 9 eigenen Treffern. Also nicht ganz zweistellig. Wie sieht's da bei dir aus? Foppt mich ein bisschen. Ich habe halt auch einen Kollegen mit 9, das heißt, da teilen wir uns den Punkt. Mhm. Aber ja, nervt mich ein bisschen mit den Vorlagen, weil was hattest du nochmal 5? Junge, wenn der eine Kollege hier nicht gewesen wäre, dann hätte ich 4 und dann hätte ich wirklich alle 3 Punkte vielleicht sogar holen können. Aber gut, der Torschütze war ja auch auf einem Level. Ja, bittere Pille, weil ich habe Fabrice Hartmann zurückgeholt und eben Ibrahimi. Das sind halt beides absolute so, selbst für zweite Liga unteres Durchschnitt, so unterer Durchschnitt. Und die haben einfach, 8 Tore und, 8 Vorlagen in der Bundesliga. Bitte, was? Ja, also das ist schon wirklich krass. Also hätte ich jetzt so auch nie gedacht. Auch Ibrahimovic bei mir mit 14 direkten Torbeteiligungen aus 34 Spielen. Ist eigentlich völlig solide, um ehrlich zu sein. Ja, also ganz, ganz verrückt. Also man merkt schon am Showdown mit Paris und auch hier bei Leipzig, irgendwie ist der Karrieremodus ganz, ganz seltsam und man kann die schlechteste Mannschaft haben und man wird trotzdem nicht Letzter. Obwohl, wie gesagt, Leute, mit so einer Truppe und auch Formation und Ratings, die wir in der Mannschaft haben, sollten wir ja selbst in der zweiten Liga eigentlich absteigen. Aber du bist nur gefühlt gerade so abgestiegen und ja, ich bin sogar in der Liga geblieben. Ja, was echt krass ist, also das kann und darf so eigentlich nicht sein. Ne? Wenn man es möchte, runtergehen und schlecht sein, dann funktioniert es nicht in dem Ausmaß, wie man es will. Und wenn man es nicht braucht, dann geht es umso schneller. Wir kennen das Ganze ja aus den STG Showdowns. Mal so eine Frage, wie viele Punkte hast du geholt? In der Liga? Ja. Warte, lass mich ganz kurz schauen. Übrigens, ihr müsstet jetzt eigentlich auch die Punkte sehen. Wenn ich mich im Kopf nicht verzählt habe, müsste es 5-3 stehen, weil ich dachte, wir holen so wenig Punkte, muss ich jetzt nicht alles aufschreiben. Ich habe 23 Punkte geholt. 23, okay, heftig, Digga. Damit wärst du auch Letzter bei mir gewesen. Ich habe 34. Mit 34 wäre es bei dir oder bei mir dann an deiner Stelle Platz 14 geworden. Platz 14 sogar. Ach, komm, Junge, das ist ja mal wirklich komplett lost. Wie hat es diese Mannschaft geschafft, eine Pokalrunde weiterzukommen, in der Liga zu bleiben und überhaupt in die Europa League noch zu kommen? Also wirklich. Also das ist wirklich extrem. Bei mir aber 23 Punkte ich, dann Köln 24, Bochum 26, also ein Sieg mehr und vielleicht hätte ich dann auch 2 Punkte mehr bekommen, was dann wieder zum Ausgleich eigentlich geführt hätte. Zumindest, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Aber gut, auf jeden Fall. Ist es halt eben so, es war eine Sprint to Disaster, die in dem Fall, nicht ganz so erfolgreich war, weil eigentlich sollte ja ein bisschen mehr zerstört werden, aber trotzdem war es, glaube ich, ganz cool und auch mal was anderes, vor allem jetzt hier zum Ende der STG Showdown-Woche. Morgen gibt es nochmal ein fettes Special, 10 Uhr, Wecker stellen, seid aktiv, eine Sprint to Glory Showdown-Episode bei Dennis und bei mir, die so lange geht, bis einer von uns die Champions League gewinnt. Also, das habt ihr euch so lange gewünscht, morgen geht dieser Wunsch in Erfüllung, wir werden das Ganze noch aufnehmen und hoffentlich nicht daran verzweifeln. Aber gut, soweit so gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt das Video bei Dennis über den ersten Link in der Videobeschreibung und abonniert natürlich auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Gast hat das Schlusswort und ich bin raus. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Ja, Leute, war auf jeden Fall was anderes, ein bisschen paradox. Normalerweise wollen wir den Verein besser machen, hier ging es darum, den Verein schlechter zu machen. Normalerweise wollen wir Punkte, hier wollten wir keine Punkte. Deswegen aber, wie Chris auch schon meinte, ist eine coole Abwechslung. Morgen geht die Post ab, wie Chris gesagt hat. Stellt euch einen Wecker, macht eine Erinnerung, aktiviert die Glocke auf beiden Kanälen und ja, vielleicht könnt ihr auch nochmal gerne ein paar Kommentare schreiben, zwecks vielleicht auch ein Regelwerk für die Disaster-Showdowns, dass wir da vielleicht noch ein paar Dinge aufnehmen, die Punkte geben könnten, weil da, Stand jetzt eben nur mit dem alten Regelwerk gearbeitet haben, aber wie gesagt, Leute, schreibt das unten in die Kommentare, liked Sachen hoch, die euch gefallen und wie Chris schon gesagt hat, wir sehen uns morgen 10 Uhr hoffentlich allesamt in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!